So, Leute, da sind wir wieder. Mit der nächsten Folge Heroes of the Storm, der nächste mittlere Held. Hier ist Hogger. Leider Hogger, weil ich ihn nicht wirklich gut kann. Mit ihm kaum Spiele gespielt. Ich glaube zwei Spiele oder so. Und er, ja, mittel bis schwer ist, würde ich jetzt mal sagen, ja. Seine Fähigkeiten sind zum einen erschütternder Schlag. Du schwingst deine Kette in so einem großen Bogen. Fügst Gegner Schaden zu und stößt sie zurück. Und wenn sie dadurch mit einer Umgebung kollidieren, ähnlich wie bei Diablos dann, erleiden sie zusätzlich Schaden, werden kurz betäubt und ich bekomme Wut. Auf W schmeiße ich so ein Dynamit, das nach kurzer Zeit explodiert und Gegner Schaden zufügt und sie verlangsamt. Und wenn du einen gegnerischen Helden direkt triffst, dann explodiert sofort und er generiert auch noch 10 Wut. Sein Hognado ist sein, ja, Identifikationskill, sage ich mal. Sein, wie sagt man auf Englisch, so, mir fällt später bestimmt ein, wie man das sagt. Auf jeden Fall wirst du unaufhaltbar nach kurzer Zeit und wirbelst unkontrolliert in Zielrichtung und prallst von der Umgebung immer entsprechend ab. Setzt die Dauer zurück, wenn Hogger von der Umgebung abprallt, genau. Du fügst Gegnern relativ schnell viel Schaden zu und jeder Wutpunkt, den du besitzt, erhöht den Schaden nochmal zusätzlich. Du kannst auf D einen Beutehort werfen, der im Zielbereich Schaden verursacht, Gegner zurückstößt und als Terrain dient. Das ist eben gut, entweder für dein Hognado oder für dein Wegstoßen zum Stunnen. Wenn der Beutehort abläuft, also nach 5 Sekunden, lässt er einen Fleischbrocken zurück, der dich heilt über Zeit. Und wenn du erneut aktivierst, kannst du ihn auch vorher vernichten, um dich quasi zu heilen. Dann hast du noch Horde-Pult, so ein Engage oder Disengage, ein großer Sprung, wobei du da auch wieder so einen Beutehort erstellst. Oder die Schockwelle, die wohl ich nehmen werde, du schlägst den Boden und stunst. Immer gut, stunst, ja. Genau. Soweit zum Hogger. Er hat, glaube ich, kein Mana, sondern eben dieses Wut, was wir hier gerade gelesen haben. Ich habe mir hier ein Bild rausgeholt mit Beutesuche, rasend vor Wut, dichtes Dingens, Schockwelle, Zuschlagen, Kaboom und dann außer Kontrolle natürlich. Können wir noch gucken, was wir hier machen? Heldentreffer. Mit dem Erhöhen die maximale Lebenspunkte ist, glaube ich, auch cooler als das hier, weil es kein zusätzlicher Knopf ist und ich habe ja mit Hogger überhaupt keine Ahnung. Da bin ich froh um jeden Knopf, den ich nicht drücken muss, ja. Signature Move, genau, das war das Wort, was ich, was mir gerade einfallen hätte sollen. Signature Move. Ein Move oder ein Talent, Fähigkeit, Skill, wie auch immer, der typisch ist für einen Charakter, für einen Typen, für einen Menschen, wie auch immer. Und für Hogger ist eben signifikant dieses Tornado Hogwild, ja. Wie der Wüstenfuchs da, dieser Wolf, der immer gegen den Roadrunner kämpft. Ist kein Wolf, ne? Dingo. Ihr wisst, was ich meine, ja. So. Nee, war gar nicht der. Das war dieser Teufelstyp bei Bugs Bunny. Wie auch immer. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. Und wir machen hier Kochgeselle. Dann gehen wir aber hier auch auf. Und den Schaden. Heldentreffer mit dem erschütterten Schlag erhöht den Schaden. Atomar dauernd auf den 2 bis man gehört zusätzlich 8 Bonusstangen, wenn wir mit dem Umgebung kollidieren. Erhöht den Radii von Hognado. Erzeugt mehr Beutehorts. Ich habe keine Ahnung davon viel. Ich nehme jetzt hier mal Kochgeselle, einfach weil es ein Knopf weniger zu drücken ist und dann schmeiß ich mich hier mal rein und schau, was passiert. So nicht. Und dann Hognado ich mal hier rein. Und mach da doch gar nichts.
Zack. Oh, zwei Stacks. Woo, bin ich stark. So, das wird mal hier. Da ist ein Glob. So, möchte ich nochmal und dann heile ich mich. Hey, cool, cool, cool. Okay, Asmodan ist unten. Aua, aua, aua. Was in der Abklingzeit hatten das? 20, okay. Okay, ich brauche Stacks. Ich brauche Stacks, ich brauche Stacks und Heilung. Das macht er eigentlich ganz gut. So, zack. Okay, was sammelt denn der Hanzo? Q-Quest, okay. Der will auf den Briefwinge. Da steht die Ding. Genau, bleib stehen drin. Oh. Oh, Mann. Und tschüss. Woo! Wie lang macht das Ding? Nix da. Boing, zwei Stacks. Bom. Okay, okay. Ja gut, die haben jetzt alle bekommen. Woo, woo. Oh. Das war auch saustark. Werf ich mal da rein. Au, 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 au. Das ist natürlich saudumm, sich vom Turm treffen zu lassen. Ich wollte mir noch ein paar Stacks holen. Aber ich habe hier schon 40 Bonus Leben. Ich dachte, Bonus Schaden. Ach nee, das gibt Leben. Woo. Okay. Okay, dann gehen wir wieder top. Der Alarak macht es zwar ganz gut. Alarak. You double soak. Sag mal, wie machen das die coolen Leute immer so? Oho! Genau. Ah, und da ist noch mein Fleisch. Schon. Ne, der wird nicht double soaken hier. Okay. Zack und tschüss. Dann gehe ich mal da nach unten und hol mir hier das Camp. Kann der da schon irgendwas abgeben? Die haben 14, ja. Okay. So. Oh, passt, glaube ich. Nein, passt nicht. Fuck! Oh Mann. Hä? Geht denn da ab? Macht das irgendwie Schaden hier? Nee. Sieht so aus, als ob ich den Preis bezahlt hätte. Feuer frei, ihr Nichtstunter. Ich geh jetzt da rein. Uiuiuiuiui. Ach komm schon, was ist denn das? Wollte ich ihn dagegen schlagen? Viel zu spät. Viel zu spät. Mal da rein. Klingt auch wieder nichts. Alter. Okay. Stack. Sehr gut. Stack ist immer gut. Bleib weg. Aua. Okay, okay. Zack. Okay. Ah, noch ge. No, noch geslowt. Sauber. Nice. Nehmen wir den Globe. Jawohl. Und das nehmen wir uns. So, und jetzt machen wir das hier. Pro. Schauen wir zu. Was trinken. Ach, okay. Passt. Ganz schwindelig. Woo! Wow, ich hab ihn gekillt! Ich gehöre jetzt rein. Nein, ich wollte doch stunnen. Geh her. So, dumm Sau. Lass mich. Okay. Schauen wir, was hier passiert. Ah, der Genji, der kommt doch weg, oder? Woo! Oh. Okay, da ist die Heilung. Nein.
Au! Oh. Oh. Mach die Heilung! Aua! Ich muss da raus! Uiuiuiui! Hui! Okay, ich bin raus, Leute! Ich bin raus! Na, ich geh mal ganz weg. Heiler ist auch gerade tot. Brauch Leben! Und dann die Schockwelle ist, glaube ich, ganz geil. So, okay. Unten sorgt gerade niemand, dann gehe ich runter. So Basics kann man ja auch mit einem Helden machen, den man überhaupt nicht kann. Wir führen ja auch noch vom Level. Obwohl wir... Weiche Stellen beißen. Nee. Oh, jawohl. Das will ich machen. Dann habe ich nämlich hier... Boah, drei Stück. Bio Bale. What? Okay. Und Schockwelle. Ich werde nur 70. Der Feind hat es auf euch abgesehen. Ja. 10 Sekunden. Es gibt auch Stacks. Das ist stark. Hey! Was machen die denn da? Aua, 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 aua. Ich muss da weg! Oh. Das ist natürlich schade. Nimmt die Valera da unser Camp? Und ich werde hier gebrutzelt von dem. Okay, Chromie stirbt irgendwo. Ist natürlich saustark. Aber unten drückt rein wie blöd. Das ist eher schlecht. Alarak geht runter, das ist wiederum gut. Dann gehe ich mal top. Einer unten reicht. Das Camp unten ist auch genommen. Ja, 30 Sekunden, okay. Hier noch ewig lang. Die Pain gerade und oben geht es gerade irgendwie ab. Da will ich hin, 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 da will ich hin. Okay, dann nehmen wir den Baus. Keine Panik, ich bin unterwegs. Jetzt machen wir hier wieder die Next Place. Hat gar nicht so lange gedauert. Ich zieh jetzt durch. War schlecht. Ah! Oh Mann! He was alone. Ja. Allein, allein. War eh eine dumme Idee. Warum Boss? Wenn wir gar nicht in der Überzahl sind, so. Wisst ihr was? Schätze für alle! Ah, einfach Brain AFK. Den Boss machen, während ich da durch die Gegend zwirbel. Warte mal, da ist der Boss. So da. Sind wir wieder. Okay. Die Chromie stirbt wieder. Schauen wir mal hier hin.
Okay, da haben wir doch ein bisschen was gestunt und gemacht, oder? Leider ist die Moral ist dood. Moral ist es dood. Da sind die Leute. Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich sicher auch wieder dood. Rieche Beute, rieche Angst. Nun denn, ja, da unten geht's ab. Gehen wir mal hin. Lass mich, Minion. Asmodan dann stirbt da unten. Da sind sie wieder alle. Brauchen wir nicht hin. Nicht den Watchpoint. Das sind einer mehr und hier Level mehr. Aber unsere Moral ist, müssen wir verteidigen. No! Das ist mein Fleisch! Es ist so schlecht! Oh Gott! Ja, das werden wir vielleicht verlieren. Wie viel kann ich da sammeln? 75. LOL. Verstanden. Mit No Control wird alles besser. Ah, Hit! Oder? Genau, verringern die Abklingzeit und so. Jetzt haben sie oben das Camp gemacht, jetzt schnüren sie uns ganz schön ein. Nee. Da kommt wieder die alle. Ich treffe die halt auch nicht gescheit. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Da haben wir nämlich eine Shockwave übrig. Was macht eigentlich das? Heldentreffer verringert die Panzerung. Nein, ich wollte die doch gerade. Oh, die hat mich interrupted. Habt ihr es gesehen? Oh Mann! Ich bin wirklich deep. Und wollte meine Schockwelle und dann wurde die interrupted kurz. Hätte ich alle gehabt. Was hat denn mich da? Das hier? Betäubt ein Gegner, ja, das wird's gewesen sein. Irgendwas war's, was mich ganz kurz betäubt hat. Ja, schade. Was macht das jetzt nochmal? Heldentreffer verringern die Panzerung. Abklingzeit. Gut. Ich geh rein! Aua! Keine Chance! Ich kann den Helden nicht und Valera nimmt mich aus dem Leben. Bringt mich zum Schweigen für... Was ist jetzt hier mit der Anzeige? 109 von nichts. 109 von nichts, okay. Naja. Ich wollte was probieren. Was macht außer Kontrolle genau? Kann nicht abgebrochen werden, genau. Das probieren wir dann einfach, weil das Spiel ist eh schon völlig außer Kontrolle.
Ich bin einfach nur froh, wenn es mit ihm vorbei ist. Ah, sorry, Teammates. Was können wir jetzt machen? Die sind jetzt wahrscheinlich hier an dem Camp. Das wird jetzt gleich genommen. Kann ich den da so? Nein. Da ist die Valera. Das kann ich jetzt clearen. Jetzt kommen die in der Mitte rein. Ich will aber die hier erst noch so mit extra Schaden da rausnehmen. Währenddessen nehmen sie unser ganzes Team raus. Yes! Das war auch ganz guter Schaden, aber reicht nicht. Geschossen haben sie auch noch. Jawoll! Ich geh rein! Nein! GG. Kurz und schmerzvoll. Hogger, toller Held. Ja. Also, ich hoffe, ihr könnt das auch so gut wie ich. Ja, also es war jetzt eine schon eine hier eine Paradebeispiel. Dazu die Talente. Kochgeselle, rasend vor Wut, dichtes Sprengpulver, Schockwelle, Zuschlagen, Kabumm und außer Kontrolle war das ganze Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und der nächste Held wird auf jeden Fall besser. Illidan ist Mittel. Ich mag den Skin. Bis denne.